Homer will nun beim Spazierengehen sich den Sonnenuntergang ansehen. Draußen, da am Wald, sieht er es besser halt. Wenn er jetzt das Dorf betrachtet und so auf der Sonne achtet, tut ihn doch die Sonne necken und sich hinter einen dicken Wolkenband verstecken. Er findet es aber trotzdem schön, kann er am Horizont die dicken Wolken sehen. Ziehen die grauen Wolken am Horizont entlang, wird es Homer etwas bang. Da fällt ihm plötzlich ein, das Wetter könnte doch viel schlechter sein. Käme aus den Wolken Regen, könnte er sich jetzt nicht so bewegen. Kann er doch jetzt schön spazieren, und das tut ihn inspirieren und sieht sich nun die Landschaft an, wo er gut entspannen kann. Am Waldrand ist es sehenswert, und der Ort ist sehr begehrt, wenn man so in die Ferne sieht und dem Alltag dann entflieht. Homer sieht das Dorf und die Wolkenwand, was er dennoch lustig fand. Vor lauter Schreck ist eben nur die Sonne weg und fragt sich, was das soll, findet's aber trotzdem doll, wenn er so am Waldrand steht und der Tag zu Ende geht.